Wir sind für euch auf die IFA gefahren, um die neuesten Techniktrends zu erkunden. Und ja, die große Überschrift ist Smart Home bzw. künstliche Intelligenz. Wie das aussehen kann, lassen wir uns überraschen. Und wenn es um automatisches Kochen, Kochunterstützung geht, macht es natürlich Sinn, wenn wir uns das Ganze nicht alleine anschauen, sondern wenn wir hier nochmal professionelle Hilfe bekommen. Und dafür habe ich mir eingeladen, den Carsten. Carsten kennt ihr schon aus unseren Kochvideos. Hallo. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und lasst euch verzaubern von den Technik-Highlights und bei diesem Video wie immer viel Spaß. Carsten, guck, jetzt sind wir hier bei Liebherr gelandet, Kühlgeräte und ja, es fällt auf, Energieeffizienz hatten wir heute schon. Ja. Jetzt haben wir hier ein Gerät in der A, gucken wir mal rein, ja, was wir hier haben. Wir haben hier eine Kühlgefrierkombination, ja. 1,78 Meter Nischenhöhe, mhm. Dreimal Frost, zweimal hier die Biofresser, die 0 Grad Fächer und das Ganze als Energieeffizienzklasse A finde ich super. Ja. Also stark, ja. Super genial. Okay, wir haben Smart Frost, weil mit No Frost wird man mehr Energie verbrauchen, ja, hätten weniger Volumen, macht natürlich den Schnitt wieder ein bisschen kaputt. Okay. Aber Kühl-Gefrier-Kombination in der Energieeffizienzklasse A finde ich super. Mit 0 Grad Zone, super. Ja. Okay, dann sehr lass uns gut mal weiter gucken, was wir hier noch entdecken. Gehen wir mal zu und gehen weiter. Ja, Carsten, letztes Jahr großer Hype, Kühlschränke im Einbausegment, klassisch 1,78 Meter, wurde erhöht, je nach Hersteller 1,92, 1,94. Liebherr bietet uns jetzt hier 1,94, so wie das aussieht. Ja. Und ich würde mal ganz stark vermuten, wir haben ja drei unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Ich würde sagen, wir machen mal alle drei gleichzeitig auf. Ja. Wir haben jetzt eine klassische Schlepptürtechnik und was auffällt, das Flaschenreck, das ist nicht Standard bei Liebherr. Aber so wie es scheint, haben wir das jetzt hier mit in dem Kühlgerät, ja, mit integriert. Und jetzt haben wir hier auch ein No-Frost-Gerät. Also sprich, wir haben keine Eisbildung mehr im Gefrierteil. Ja, dann haben wir die mittlere Ausstattung. Da haben wir dann die 0-Grad-Zone. Hier allerdings noch als Halb- oder Dreiviertel-Auszug. Ja. Und wir bekommen hier von Liebherr die metallische Rückwand. Und wir haben hier schon Festtürtechnik und, aha, den, ja, Türdämpfer. Machen wir ganz einfach das zu, ja, und Türdämpfer. Ja, das ist praktisch. Ja. Wunderbar. Läuft cool. Und, ja, dritte Ausstattungsvariante haben wir jetzt natürlich hier die Beleuchtung, Gefrierfach, die Beleuchtung in den 0-Grad-Fächern und Vollauszüge. Und wieder die metallische Rückwand. Okay, dann lass mal gucken, was es noch Neues gibt. Ja, jetzt haben wir auch, ja, Unterbaugeräte, gehören natürlich genauso dazu. Mhm. Der Klassiker Weinschränke. Mhm. 82 ist die klassische Höhe, ja, wie sie bisher war. Jetzt neu 92, ja, und auch die Möglichkeit mit der Möbelfront. Finde ich total cool. Und dann, wenn hier ein Griff dran ist, kann man bestimmt auch reinschauen. Ja. Haben wir ein Unterbaugerät. Ganz klassisch, toll. Das Gemüsefach rutscht jetzt von der unteren Ebene eine Ebene höher, muss man sich nicht mehr so tief bücken. Und das Eisfach, ganz klassisch. Das ist praktisch. Ich habe keinen Türanschlag, links, ganz rechts, genau, sondern ich klappe es nach vorn. Ja. So ein bisschen, ja, wie eine Barklappe. Ja. So einen, genau, coolen Vibe, oder? Ja, ist gut. Und wenn wir hier bei 92 die Griffe haben, haben wir doch garantiert hier die passenden Geräte dazu. Und da haben wir einen Frost und Kühlschrank, side by side, ja, im Einbau, okay, unter der Arbeitsplatte. Finde ich cool, praktisch. Cool. Wunderbar. Apropos praktisch, hinter der Kamera sehe ich schon was. Das ist nicht neu, aber das probieren wir jetzt gleich mal aus. Mhm. Ja, Carsten, grifflose Küche. Und wie kriege ich jetzt die Geräte auf? Bitte zweimal klopfen, genau. Das ist genial. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Sprachsteuerung. Genau. Und da darfst du mal hier mit der Alexa deines Amtes walten. Alexa, bitte schließen. Ich weiß nicht.
wie ich dir dabei helfen kann. Kühlschrank schließen. Kühlschrank schließen. Alexa, Kühlschrank schließen. Okay. Beim zweiten Mal klappt's. Wie von Zauberhand. Ist nicht neu, aber cool. Und extrem praktisch, wenn die Hände schmutzig sind oder wenn man was in der Hand hält. Na, du als Koch hast eigentlich ja, in der Küche immer schmutzige Hände. Immer irgendwie schmutzige Hände oder man versucht mit dem Ellenbogen oder so. Also das ist wirklich ganz, eigentlich ganz wichtig und gut gedacht. Na, du hast ja in deiner Küche mit dem Sensor ganz genau, für einen Abfallsammler. Der ständig auch genutzt wird. Also wir machen das nur noch so. Okay, cool. Kann ich empfehlen. Kannst du empfehlen? Ich kann noch ein Kühlgerät empfehlen, denn das hat was die anderen Kühlgeräte bisher nicht hatten. Und das schauen wir uns an. Ja, und jetzt haben wir hier noch eine Ausstattung, die sehr wertig ist, die auch vor einiger Zeit dann hier 2021 dann ja auch ein Design Award gewonnen hat. Und wir sehen schon, wir haben keine klassischen Glasablagen, wo wir was abstellen, sondern wir haben alles hier mit Auszügen. Und das ist natürlich super praktisch, denn oftmals die Sachen, die hinten stehen, geraten in Vergessenheit. Richtig. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, das Ganze auch entsprechend von hinten nach vorn zu holen. Hat alles im Blick. Ja. Klar, die Körpergröße spielt auch hier eine Rolle, gerade bei so einem großen Gerät. Und ja, der Wertigkeit steht natürlich ja nichts im Weg. Wir haben überall die Edelstahlwände in der Tür, auf der Rückseite, die durchgängige Glasbeleuchtung, 0-Grad-Zonen, also wirklich ein top ausgestattetes Gerät und wie ich finde, sehr, sehr komfortabel. Ja, sehr praktisch, sehr komfortabel. Erinnert ein bisschen an so einen Feinkosthandel, ne? So eine Vitrine von einem Feinkosthandel. Okay, ja, man kann von reinschauen, ja, ist ja genau. Glas, ja. Ne? Aber auch finde ich sehr schön edel gemacht mit dem grauen Applikationen im Glas. Es sieht wirklich total schick aus und richtig praktisch. Ja. Gut. Schauen wir mal, was wir noch entdecken.